Lege dich ruhig hin oder setze dich ruhig hin und folge zunächst deinem Atem. Fühle, wie er kommt und fühle, wie er deinen Körper wieder verlässt. Rufe nun all deine Chakren zusammen und begebe dich in dein vereinigtes Chakra. Atme Ahna, Solarvana und Elixier in dich und weite dich. Weite dein vereinigtes Chakra mit jedem Atemzug. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit nun in deinen Herzraum hinein und lasse aus deinem Herzraum einen goldenen Lichtstrahl entstehen. Sende diesen deine Prana-Röhre aufwärts zu deinem Kehlkopfchakra, weiter zu deinem dritten Auge, zum Kronenchakra und dort austretend aus deinem Körper zum Alpha-Chakra und dann weiter in das 9., 10., 11. bis hinein ins 12. Chakra, das ist die Verbindung zu deiner Seelenebene. Dort mache eine Art Schleife um dieses Chakra herum und sende dann diesen Strahl, Kraft deiner Gedanken, in das göttliche Gedankenfeld hinein und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen im göttlichen Gedankenfeld, verbunden durch einen goldenen Herzenstrahl mit deinem Herzen. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit wieder in deinen Herzraum zurück und lasse einen weiteren goldenen Herzenstrahl entstehen. Sende diesen deiner Prana-Röhre abwärts zu deinem Sonnengeflecht, dem Sakralchakra, dem Wurzelchakra und am Wurzelchakra austretend aus deinem Körper in das Omega-Chakra. Dort mache ebenfalls eine Art Schleife um dieses Chakra herum. Und sende dann diesen Strahl in den Schoß von Mutter Erde und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen in Mutter Erde, verbunden durch einen goldenen Herzenstrahl mit deinem Herzen. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit ein weiteres Mal in deinen Herzraum hinein und sende von dort einen goldenen Lichtstrahl, wiederum deine Prana-Röhre abwärts, zu deinem Sonnengeflecht, dem Sakralchakra, dem Wurzelchakra und am Wurzelchakra austretend aus deinem Körper in das Omega-Chakra. Dort mache wieder eine Art Schleife um das Chakra herum und sende dann diesen Strahl, Kraft deiner Gedanken in das Lichtgitternetz von Mutter Erde. Lasse Wurzeln wachsen in diesem Lichtgitternetz von Mutter Erde.
verbunden mit deinem Herzen durch einen goldenen Herzenstrahl. Ausgehend von deinem Omega-Chakra unterhalb deines Wurzelchakras entsteht dadurch ein goldenes, auf dem Kopf stehendes V, welches dich ganz und vollständig erdet bzw. mit Mutter Erde und ihrem Magnet- und Lichtgitternetz verbindet. Kehre nun wieder zurück zu deinem Atem und atme wechselweise über den Lichtstrahl aus dem Göttlichen ein und über die Verbindungen zur Mutter Erde aus und umgekehrt. Fühle, wie dich bei jedem Einatmen die Energie von Mutter Erde oder die des Göttlichen durchfließt und mit jedem Ausatmen dich das verlässt, was du nicht mehr benötigst. Du magst an dieser Stelle auch bewusst sagen, ich lasse jetzt alles los, was ich nicht mehr benötige, und gebe es an Mutter Erde oder das Göttliche ab. Verweile bei diesem Atmen. Sprich mir nun in Gedanken oder laut nach. Ich bitte meine persönliche Engelsgruppe, sind die 7 Engel, zu denen auch dein Schutzengel gehört, jetzt für mich da zu sein und mir gut zu tun. Sprich, ich bin das, ich bin. Wie fühlt sich das an für dich? Großartig, nicht wahr? Sage dir bei jeder Gelegenheit, ich bin das, ich bin. Und gleich noch einmal, ich bin das, ich bin. Du erkennst damit an, dass alles, was du bist, du selbst bist und du alles, alles, was du bist, siehst als ein Teil von dir. Sprich mir nun laut oder im Geiste nach. Ich bitte nun meine persönliche Engelsgruppe, alle meine Aspekte so zu verknüpfen, wie dies jetzt für mich richtig ist. Ich bitte darum, dass um mich eine Lichtsäule errichtet wird, geschützt von außen, durch eine goldene Korona, durchströmt im Inneren vom allerhöchsten göttlichen Licht
aus der allerhöchsten göttlichen Quelle. Beobachte nun, was geschieht und gib dich dem entstehenden Energiefeld ganz und vollständig hin. Ich bitte darum, dass insbesondere alle meine Aspekte durchströmt, durchflossen, durchlichtet, vom allerhöchsten Licht erstrahlt, gereinigt, geheilt und ausgerichtet werden zu meinem allerhöchsten Wohl. Ich bitte mit den Worten Kodoish, 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 Adonai, Chebayot, den Herrn der Heerscharen zu mir, das Auge Gottes, Melech Metatron, und bitte dich, richte all meine Zellen dem allerhöchsten Licht aus. Richte all meine Körper dem allerhöchsten Licht aus.
Erhöhe die Lichtaufnahme aller meiner Zellen und aller meiner Körper, so wie dies jetzt für mich richtig ist. Gleiche meinen Biorhythmus an. Gleiche mein männliches und mein weibliches gegeneinander aus und ermögliche mir, beide Anteile in mir zu tragen und lichtvoll zu leben. Ich bin in der Absicht, zu lernen, mich zu entwickeln, in Freiheit und tiefster Liebe zu mir selbst und zu allem, was ist, und den göttlichen Menschen in mir zum Erstrahlen zu bringen, erwacht in Freiheit und sich vollständig bewusst. Befreie mich von allen Mustern und allen Gedanken und allen Anhaftungen und allem Karma, die dieser Absicht entgegenwirken, und führe mich sicher auf den Pfad des Lichtes. Wenn du es wünschst, liebe Freundin, lieber Freund, dass dich ein Wesen aus der geistigen Welt begleitet und stets bei dir ist, dann ist nun der rechte Moment, es einzuladen, bei dir zu sein, bei dir zu verweilen und dir zu helfen, deinen Weg zu gehen. Dies kann ein Erzengel oder ein aufgestiegener Meister oder ein Gott sein. Gott Shiva, Buddha, Jesus, Mutter Maria, Lady Nada, Saint-Germain oder jeder andere aus der geistigen Welt wird dir mit Freude an deiner Seite sein, wenn du es formulierst und darum bittest. Tue dies, wenn du es wünschst. Jetzt.
siehe nun noch einmal auf dich, erstrahlend in der Lichtsäule des allerhöchsten göttlichen Lichts, behütet, getragen, durchströmt, durchlichtet, ausgerichtet auf das allerhöchste Göttliche. Und sprich noch einmal die Worte: Ich bin das, ich bin. Ich bin das, ich bin. Danke nun der geistigen Welt, Melek Metatron, deiner persönlichen Engelsgruppe und allen anderen, die dir geholfen haben. Und kehre dann langsam wieder zurück zu deinem Atem und ins Hier und ins Jetzt. Und wenn du in deinem Körper angekommen bist, dann geh in das Gefühl für deine Gliedmaßen und wackele ein bisschen mit den Zehen oder mit den Fingern. Recke dich und strecke dich und öffne deine Augen, wenn du sie geschlossen hattest, und verweile noch einmal in Dankbarkeit und sprich noch einmal die Worte: Ich bin das, ich bin. An Anascha.